Kohle, Kohle. Ra. Kohle. Hier komme ich her, gucke mal. Ja, da bin ich lang gekommen. Hier mache ich mal dicht. Boah, das blubbert aber bedrohlich. Blubber, blubber, blubber. Wir blubbern uns um den Verstand. Oha, oha, ich höre dich doch. Wir reden ja auch über Teamspeak. Zombie-Drecksack, nein, du doch nicht. Mensch, ich kenne doch mal. Aber warum sprichst du mich dann an? Ich habe deine Schritte gerade neben mir gehört. Wäre schön, dann wären wir nämlich nebeneinander. Oh, hallöchen. Ja. Guten Tag, guten Tag. Aua. Tschüss. Hä, wo denn? Ich bin doch direkt daneben. Ich bin doch hier. Warte. Bist du in so einer Nebenkammer? Ja, musst du ja sein. Was heißt denn das? Ich bin die Hauptkammer. Oh. Wow, Alter, hab mich erschrocken. Oh, ich höre Schleime. Ich hab grad dieses Mega-Ge... Schleim. Ich hab grad nur dieses Schleimgeräusch gehört und dann bist du auf einmal wie aus dem Nichts vor mir aufgetaucht. Hier, Flo, hier. Zu mir zurück. Ui. Oder da. Ja gut, so geht's auch. Hallo. Nein. Das ist irgendwie ein Slime-Spawn-Platz. So, und diesmal machen wir nicht den Fehler. Wir bringen den Schleim direkt wieder hoch. Und noch ein Schleimi. Schleimi. Ja, ich höre noch einen, ne? Achso, das war... Toter Schleimi. Gib mir deine Blubbels. Oder diesmal, ich bin eben hochgelaufen. Jetzt darfst du nach oben laufen und das in die Monster-Drop-Kiste tun. Na, unterm Dach. Warte, da ist noch einer irgendwo. Hör mal. Ja. Der ist entweder oben oder unten. Auch toll. Entweder er ist da oder woanders. Ich mach mal kurz die Musik aus. Da. Ein Kleiner. Der steckte noch fest. Ich wollte eigentlich jetzt so, wo du gesagt hast... Ich mache mal die Musik aus, dann höre ich ihn besser. La la la! So, vergiss nicht, das hochzubringen, bitte. Nein, ich bin auf dem Weg dorthin. Bei dir weiß man ja nicht. Das ist richtig. Ja. Ich mache gleich mal so ein paar Treppen. Rappen. Ein paar Cobblestone-Treppen, damit der Aufstieg etwas erleichtert wird. Das T war kurz abgeschnitten. Ich dachte, du machst jetzt Rappen. Cobblestone rappen. Cobblestone vor allem, Alter. Ist es zu fassen? Mann. Ist der neue Eminem. Genau. Wie Marshall. Wie ging der neue Song? You better lose yourself in. Ja. Niemand versteht, was er da überhaupt rappt. Außer dem Refrain. Den ich jetzt auch nicht. Wo ist denn die Kiste so hier? Aus dem Stand kann. Das ist sie nicht. Das ist auch nicht die Monster-Drop-Kiste. Ist die oben? Hallo, ich will hoch. Mir ist letztens aufgefallen, also das heißt letztens, aber diese Miley Kyrus, Miley Cyrus. Genau. Was die ja für eine Medienaufmerksamkeit genießt, ist ja der Wahnsinn. Vor allem, weil ihre Musik noch nicht mal so gut ist. Also irgendwie ganz viele sagen, ja, scheiß Image, aber gute Musik. Aber ich finde es eher genau andersrum. Ich finde ihr Image echt witzig, weil sie sich einfach einen Dreck drum schert, was alle von ihr halten. Ja, ich finde das auch. Aber ihre Musik ist genau dasselbe Popgewäsch wie sonst. Mhm. Richtig. Dein Statement? Mein Statement jetzt als was? Musiker oder Musikinteressierter. Popkulturell involvierter. Ich kenne mich zu wenig mit ihrer Musik aus, die sie macht. Aber was ich so mitbekomme, ist nix. Okay. Wie gesagt. Müsste man sich mal mit beschäftigen. Ja, ich habe jetzt auch letztens mal erst dieses Videos Wrecking Ball, was ja irgendwie gerade das aktuellste ist, glaube ich, wo sie dann nackt auf der Abrissbirne rumschwingt.
Ja, genau. Und ich finde den Style irgendwie auch cool, muss ich sagen. Außer das mit der Zunge, das finde ich ein bisschen seltsam, einfach nur. Also das sieht weder cool aus noch verstörend. Das ist einfach nur seltsam. Nee, aber das und wie hieß das andere Song? Keine Ahnung, da sind so ganz viele Hipster-Kinder. Also eigentlich so Trash. Gar nicht mal so Hipster. Eher so. Kennt jemand den Fotografen Terry Richardson? An das hatte es mich so ein bisschen erinnert. So seine Drogenfeiern mit zu viel Materialien und sowas. Daran musste ich eher denken. Das fand ich lustig. Ich mag auch den Fotografen. Ist jetzt nichts für unter 18-Jährige, muss man noch hinzufügen. Weil da. Also das sind richtige. Also es sind jetzt keine Orgien. Aber da sind schon der ein oder andere nackt und so. Deswegen. Uhuhuhu. Das war von wegen, hat eine nackte Frau geküsst. Naja. Naja, aber ja, daran musste ich denken. Und was mir sehr aufgefallen ist, die hat so viel Product Placement in den Videos. Hier Tatsächlich. Beats by Dr. Dre, Lautsprecher gleich am Anfang. Ach so, Groß präsent natürlich. rot auf dem Bettlaken. Diese Und Pille da, oder was? ich weiß nicht, Oder die Kopfhörer. sieht so ein bisschen aus wie so ein längliches, rotes, abgerundetes Ding. Ja, dann ist das diese Pille. Ja, eine Die sehr, sehr große heißt, glaube Pille. ich, so. Große Pille. Und dann wieder diese. Das war so lustig. Die hat nämlich so einen komischen Labello-Ersatz, so einen runden, der so aussieht wie diese Deo-Roller. Nur eben halt in rund. Aber eben dieser Deo-Roller-Rollball obendrauf. Und damit lässt sie sich auch anscheinend öfter ablichten, wie sie das benutzt. Ich habe das nachgeguckt. Das ist neu aus Amerika auf dem Markt. Wawa. So toll. Rezensionen drunter, die nicht bezahlt sind, sagen, ja, es riecht zwar ganz gut, aber Lippenpflege ist es eigentlich gar nicht. Und es ist arschteuer. Also, ich glaube, so 10, 9 Euro für so ein Labello auszugeben. Alter, das Also, wer grenzt ja schon an Wahnsinn. es braucht, ne? Ja, Ist halt echt super. praktisch und sieht echt schick aus. Aha. Aber schicke Damit wir doch Verbrauchsgüter. gleich, also. Ja, ich renne hier nur sinnlos im Kreis, während ich hier. Hier, ne? Erläutere. Nee, aber die lässt sich genauso verkaufen wie sonst auch. Also so. Gab's auch einen Zeitartikel oder was? Nee, Weiß war's. Miley Cyrus ist der größte Punk, den ich kenne. Ein Schleim! Ein Schleim ist Miley Cyrus. Dafür ist es nicht. Ist sie zu kommerziell noch für Punk. Und dafür, dass die auch. Naja, gut, Punk kann man auch sein, wenn man aus dem reichen Haus kommt. Aber. Sieht bei vielen einfach nicht. Ich brauche ein neues Schwert. Wo ist überhaupt unsere Basis? Wie kamen wir überhaupt dorthin? Weißt du noch den Weg? Ich kann gleich mal gucken, ob ich dich finde. Aha. Dann hole ich dich auch sehr gern aus dem Smallland ab. Oh, ich habe hier Smallland. Kennst du nicht das von Ikea? Ja, ich musste. Ich dachte erstmal halt, es ist eine schwedische Region auch, glaube ich. So wie Lolland in Dänemark. Lolland. Es ist Holland für Lacher. Lolland. Für Leute, die gerne lachen. Ah. Also. Boah, das wäre es ja, wenn jetzt die Stufen hier genau ausreichen würden. Lustig, ich habe hier noch einen alten Ofen gefunden, in dem sogar noch gebratenes Eisen war. Also gebartes. Eisenbarren halt. Gebartes. So. Svert. Hinter mir keucht irgendwas. Ich finde das hier auch nicht besonders kindersicher für ein Smallland. Rap, So, nicht schön, aber selten. ist das nicht unser Motto? Hey, sie spielen unser Lied. Nicht schön, aber selten. Flo und Marti. So, jetzt ist viel schöner hier. Aber ohne die Klötze hier, da, sonst kommt man nicht runter.
Was wollen wir mit dem... Oh, ich bin so doof. Ich bin so irre doof. Ich bin so dumm. Und Wasser habe ich auch nicht dabei. Ich werde verbrennen. Ach Mann, ich bin so ein Trottel. Was machst du denn? Verbrennen. Ich bin gerade in die Lava gesprungen, wie sie sich vor mir auftat. Ja, warum denn? Weil ich nicht richtig gucken kann. Ja, das ist wohl wahr. Schon wieder hat er sein ganzes Scheißzeug verbrannt. Nein, ich bin noch auf dem... Ich bin ja rausgesprungen. Oh Gott, meine Ohren werden heiß. Vor Selbstscham. Also meine Ohren schämen sich für mich. Sie rufen. Yeah! Ich renne. Oh, schön, ein Rundgang. Ja genau, da bin ich mindestens 10-mal drumherum, wie ich über Miley Cyrus redet. Toll. Bist du hier unten reingesprungen? Da, ich bin gestorben vor... einem Ofen. Aha. Ja. Aber keine Ahnung. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wo ich langgelaufen bin. Ich bin einfach nur meiner Nase gefolgt. Oh, Lava. Meine Nase ist bekanntlich schief. Ja, sie sitzt westlich im Gesicht. Nein, meine Nase ist wirklich schief. Ich weiß. Ja. Aber nicht westlich. Eher nach links. So. Nee, ich find's nicht. Menno. Hast du jetzt auch noch dein Inventar verloren? Ja, natürlich. Natürlich habe ich das verloren. Ich denke, du bist aus der Lava herausgehüpft. Ja, es liegt halt rum und ich würde es gern einsammeln, bevor es sich verschwinden, bis es sich auflöst, ne? Ich bin möglichst versucht, da zu sterben, wo nicht so viel Lava um mich herum war. Aber, ja, stimmt, das wird ja so ausgestreut hinterher. Yep. Nein. Hier nicht. Ich habe das Gefühl, ich laufe auch nur noch im Kreis. Im Gras. Wir müssen wieder die Wege ein bisschen... Nee. Ein bisschen, Warte, ne? Aber wir sind schon ziemlich tief. Hier unten ist wieder dieser schwarze Nebel da, ne? Ich weiß nicht. Weißt du nicht? Nee. Wieso ein Ditte? So, hier. Plumps, plumps, plumps. Plumpsen wir den Berg hinauf. Hast du ihn gefunden? Nee, das hätte ich es ja schon dir mitgeteilt. Ja, diese Musik ist wirklich... Ich habe hier gerade sehr emotionales Getrommle. Das ist absolut genau das, was hier gerade abgeht. Also, so spannendes Rumsuchen. So wie, hießen diese Serien da, die Schatzinsel, wo die Leute in Teams aufgeteilt worden sind und irgendwelche dämlichen Aufgaben lösen mussten, um an den Schlüssel zu kommen, um an den Schatz zu kommen. War das Schatzinsel? Ja. Hatten sie irgendwie so eine Burg in Spanien? Weißt du nicht? Ui, nee. Wir mussten irgendwie klettern und... Hallo. Hey, hier ist ja unsere andere Basis, die wir abgeräumt haben. Toll. Da bin ich die ganze Zeit drin gewesen. Also nicht die ganze Zeit, aber ich war da. In der Gegend. Aber nicht auf der Suche nach meinem Zeug. Doch, unter anderem. Ah, ja. Okay. Hä? Was ist denn das hier? Einmal fügt sich das alles ganz anders zusammen in meinem Kopf. Ach Mensch, ich will das Inventar nicht verlieren. Toll. Schaufel kaputt. Hilfst du mir bitte suchen? Ja, ich höre gerade nur einen Schleim und ich würde gerne... Ja, such doch erstmal, bevor mein Inventar weg ist. Der Schleim verschwindet nicht. Ja, vielleicht will der gleich in Urlaub. Ah,
Ja, mein Inventar ist dann aber garantiert weg. Ja, aber wo bist du denn? Ich weiß ja gar nicht, wo du hingelaufen bist. Kannst du das irgendwie eingrenzen?